Ich weiß nicht, was vorne ist. Der Ring oder der Stern? Der Ring, okay. Jetzt ist es eindeutig. Jetzt aber. Okay, und... Okay, und... Kein Stern. Okay, aber warte mal. Ich teste mal was. Oh mein Gott, das wird mich so ins Verderben stürzen. Huh? Okay, es ist gar nicht mal... Es ist sogar richtig gut. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Nur den ich glaube, war ich hier dann irgendwie am... Tatsächlich. Oh mein Gott, mein Gehirn funktioniert. Weil ich kann mich daran erinnern, ne? Wie gesagt, das ist ja meistens nicht so ein gutes Zeichen. Ich glaube, hier habe ich recht viel Zeit verbracht damals. Unten rechts habe ich gerade, glaube ich, eine Rakete gesehen, aber die interessiert mich recht wenig gerade. Okay, aber irgendwie mag ich die Musik ja trotzdem. Auch wenn sie etwas verstörend wirkt auf mich, aber gut. Ich mag ja immer irgendein komisches Zeug, ne? Ihr habt ja schon gesehen, was für ein Spiel ich gespielt habe, auch gerade die euch nicht interessiert haben, ne? Dass ihr euch gefragt habt, was ist denn für ein Kack? Okay. So. Dritter. Da hinten ist, glaube ich, hoffentlich der zweite. Jetzt weiß ich mal, auf welcher Höhe der Ring war. Hier. Ich krieg dich, Sau! Sind wir schon bei Runde 3, oder was? Es ist eigentlich recht kurzes Rennen, so wie es aussieht. Aber ich weiß nicht, wer von den beiden da vorne jetzt der Erste ist. Shit, ich hoffe mal, der jetzt vor mir ist. Und nein, natürlich nicht. Wäre auch zu leicht gewesen, du Arsch, ne? Dann ist hoffentlich der da vorne das. Ich will das nicht wieder so eine knappe Geschichte haben, ey. Aha, aha. Du bist aber auch ein ganz schönes Stück Scheiße, ne? Nutzt du auch Abkürzungen, du Penner. Fand ich cool, als ich mich gedreht habe mit dem... Ja, ich... Was? Ich hab dir doch... Ich bin da doch durchgeflogen. Leck mir doch die Füße, ey. Ja, ich möchte es nochmal machen. Boah. Ich habe mir ein bisschen früher angesetzt. Warum ist das jetzt ein roter Kackstern? Ich will da einen Turbostern haben. Gerade was auch ein Turbostern. So, hier, komm, schieß das Ding kaputt. Jung. Ah, so ein Kack, ey. Echt, ey. Ätzend. Sowas finde ich dann doof, ey. Kurz vorm Ziel, ne? Kurz vorm Einholen, wo bemerkt auch, ne? Und dann passiert mir sowas. Ich meine, okay, wahrscheinlich habe ich das wirklich verpasst, ne? Also, ich darf ja nicht immer dem Spiel die Schuld geben. Nur wenn ich sehr böse bin, dann mache ich es auch immer. Aber da, ich glaube, das wäre jetzt so beim Fußball, würde ich jetzt sagen. Da würde ich jetzt aber auch gerne mal die Wiederholung sehen, ne? Ihr könnt sie euch angucken, ne? Davon abgesehen. Wo ist denn hier der zweite? Ich finde, der zweite ist sowieso immer viel zu weit weg, ey, echt. Treffe ich den zweiten damit? Wo geht die Rakete überhaupt hin? Richtung Horizont, das ist schon mal gut. Problem ist nur, ne? Also, es gibt ja nicht nur den zweiten, es gibt ja auch noch den ersten, den ich auch noch einholen muss. Und das kann dann wieder eine ziemlich knappe Geschichte werden. So. Aber eigentlich so wichtig die Fluglevel hier, diese Zeit-Challenges, die sind aber bisher echt ein Klacks gewesen, ey. Ich mit meinen Flugkünsten, ne, wenn man einfach mal die anderen Let's Plays, also zu den zwei Urteilen sieht und gerade auch die Fluglevel dann mal in Betracht zieht, ne? Ist ja, ich glaube, ich habe fast alles beim ersten Mal geschafft. Ich, beim ersten Mal, Fluglevel. Das ist ein... Ui! Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck! Ah, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Gut, das war auf jeden Fall mein Problem. Ja. Komm schon, Baby. Ich hätte das schon längst schaffen können, ne? Das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Und selbst die Rennen, also ich glaube, wenn ich nicht immer so doof wäre... Also okay, wie gesagt, das erste Mal weiß ich nicht, ob ich mir dafür jetzt unbedingt... ohne die Wiederholung anzuschauen, hundertprozentig die Schuld geben würde. Aber das gerade war einfach nur Doofheit. Weil ich irgendwie der feste Überzeugung war, dass man auf Viereck schießt. Und warum dachte ich, dass man auf Viereck schießt? Weil ich momentan Wipeout spiele. Wipeout AD. Und rate mal, auf welche Taste man schießt. Genau. L2. Nein. Es ist, glaube ich, Viereck, so welches gerade so mein Spielgefühl folgen darf.
Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr Spiele einfach tausendfach spielt? Also, wenn ihr sie einfach nur geil zockt und auch einfach sehr gut kennt. Und wenn dann mal jemand fragt, wie macht man eigentlich das oder so? Also, wie zum Beispiel so, ja, wie schießt man eigentlich? Dass ihr euch dann erstmal fragen müsst, wie das funktioniert, obwohl ihr das Spiel schon seit Stunden gespielt habt. Also, bei mir ist es so. Wenn ich jetzt irgendjemandem ein Spiel zeige, nur das erste Mal, was ich wirklich schon seit Jahren kenne und auch immer sehr, sehr gerne gespielt habe, und der mich dann irgendwelche elementaren Sachen fragt, ich muss echt ernsthaft drüber nachdenken. Das ist schlimm. So, okay. Oh, ich liege ja gerade wie so gechillt, ne? So, jetzt aber. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dass wir es jetzt schaffen. Vielleicht. Und. Fleum. Na, aus der. Geh mir aus der Sonne, ey. Okay, ein bisschen höher meistens. Ah, okay, aber war schon okay vom Winkel her und von der Höhe. So, der Vorrunde ist der zweite. Es ist eigentlich auch immer so der gleiche Abstand und ungefähr auch höchstwahrscheinlich immer der gleiche Ring, wo ich die Penner einhole. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die greifen uns. Ah! So. Oh, den Ring bloß nicht verpassen. Ich nicht. Das ist ja auch wirklich nicht schwierig, ey. Das zweite Mal bin ich wirklich nur aus Doofheit. Also das war wirklich reine Doofheit. Das erste Mal, ey. Oh, shit. Triff den Stern, danke. Und triff diesen Stern ebenfalls. Danke. Und jetzt nur noch den Spacken einholen. Und wenn wir gleich kurz vom Ziel sind... Okay, ich habe einen eingeholt, sehr gut. Und hier der Stern da. Jo. So, jetzt ist das Ding nur nach Hause fahren. Da ist der letzte Ring. Jawohl. Da muss ich mir mal selbst applaudieren. Habe ich sehr schön gemacht. War zwar unnötig langwierig, weil ich zwar mal abgekackt bin, aber okay, okay. Die Diebe sagten mir, dass sie noch nie jemand schneller gesehen haben. Noch dazu ohne fliegenden Teppich. Sie waren echt beeindruckt und baten mich, dir diese Libelle zu geben. Wie heißt du, Kollege? Du hast Neo gefangen. Morpheus Neo, also man merkt schon so ein bisschen, wo die ihre Inspiration der Namen her hatten. Was möchtest du spielen? Nichts. Och, müssen wir schon weg? Na gut, versuchen wir es später wieder. Wir können immer zurückkommen. Ich habe ja alles erreicht, was ich erreichen kann. Sparks, ne? So, dann wollen wir doch mal weitersammeln. Schön, schön. Okay. Eigentlich gibt es hier gar keine Gegner, kann das sein, abgesehen von den Zauberern. Und da die irgendwo, ich sag mal, aufgabenbezogen sind, ne? Dürfte es eigentlich, wenn ich die Aufgabe geschafft habe, gar keine mehr geben. Fällt mir gerade mal so auf. Ich hoffe, wir finden hier noch irgendwo einen Speicherpunkt, weil ich glaube, wir haben echt noch nicht viele Edelsteine. Ich glaube, es wird einfach zu lange dauern. Also für mich, für heute. Wenn ich das Level jetzt tatsächlich doch noch beenden wollen würde. Bleib stehen, Junge. Bleib stehen. Ich wollte gerade sagen, stirb mal ein bisschen schneller. Okay. Oh, ey, der eine da hinten, ne? Auch so doof versteckt. Also, wenn man das als versteckt bezeichnen kann. Also, ich fand eigentlich, ich habe den ziemlich formidabel getroffen. Ja, genau. Man muss Feuer mit Blasen bekämpfen. Okay. Das war's hier, oder was? Ist hier los? Meinetwegen. Ich hab da keinen Blutdruck. So. Boah, immer dieser eine, echt. Der ist so unbefriedigend, echt. Oh, wieso kommt mir dieser Bereich so bekannt vor? Oh mein Gott. Bisschen Speicherpunkt? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich hier einfach 1000 Jahre gebraucht, bis ich den mal kaputt gemacht habe. So, Moment. So, vielleicht. Ein bisschen. Oh, ach du Scheiße. Okay. Da habe ich den Winkel falsch berechnet. Ah. So, lass dich doch bitte töten. Ach komm, ey. Oh, stirbst du nicht wieder an Altersschwäche? Kann natürlich auch sein. Ja, danke. Bitte? Ja, okay.
Okay, vielleicht muss ich das irgendwie doch von da oben machen oder so. Also vielleicht war ich einfach zu nah dran. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Ich habe immer noch nicht getötet, ich glaub's nicht. Ey, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Wie stirbst du bitte schön? Ich habe ihn doch ganz gut getroffen, finde ich. Da, voll ins Gesicht, sauber. Boah, ich hab eine schwere Geburt, ey. So, komm schon. Ja, laufen wir bloß nicht weg. Warum habe ich denn noch so andersfarbige kleine Füßchen im Kopf? Ah, da vorne ist der nächste Speicherpunkt. Sehr, sehr schön. Dann werfen wir aber gleich auf jeden Fall noch vor einen kurzen Blick in den Atlas. Einfach nur mal, um zu checken, wie weit wir jetzt hier in dem Level ungefähr sind, ne? Ungefähr. Oh, das sieht ja sehr spaßig aus. Das Schöne ist, wir haben eine glatte Zahl oben. Ist absolut irrelevant. Aber für mich so vom Gefühl her ist es einfach okay. So, es kann natürlich durchaus sein, ne? Also ich will, dass ihr mich jetzt endlich mal zappt hier. Seppe mich! Ja, dann reden wir halt erstmal. Weißt du, wenn ich schwimmen könnte, dann würde ich tauchen und den Schalter drücken, um die Tür da oben zu öffnen. Oh, tauchen, okay. Ich habe nur leider meine Schwimmflügel vergessen. Könntest du das vielleicht tun? Ja, ja, ist okay, ist okay. Achte auf den Schwimmbadreiniger. Der ist gefährlich. Schwimmbadreiniger? Ist das ein Schwimmbad? Ich will, dass sie speichert, die Schlampe. Dankeschön, genau. So, okay, dann speichern wir gerade mal eben fix ab. Spiel speichern, genau. Ich weiß noch nicht, wo wir starten beim nächsten Mal. Also ob wir jetzt wirklich hier starten, ne? Also wirklich da an Ort und Stelle. Weil hier auch ein Speicherpunkt ist. Also eigentlich mehr ein Checkpoint. Oder ob wir vor dem Bonuslevel starten. Oder ob wir am Anfang des Levels starten. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich sag mal, selbst wenn wir am Anfang des Levels starten würden, man kommt jetzt super schnell durch. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. So, kurz den Atlas schon. 71%. Wir haben heute 20% geholt. Also viel mehr als beim letzten Mal in 2 Stunden. Und heute sind es nur 1 Stunde 50, ne? Also eigentlich ziemlich genau 20 Minuten weniger aufgenommen. 5050 Edelsteine. Wir haben doch ein glattes Ergebnis. Das ist schön. Das freut mich. Und 64 Libellen. 276 Edelsteine gerade mal. Oh mein Gott. Okay. Mit der Diebeshöhle werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch recht gut beschäftigt sein. Also ich schätze mal, ich behaupte einfach mal 2 Aufnahmen noch, dann haben wir das Spiel durch. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall die Diebeshöhle beenden, also nach bestem Gewissen. Vielleicht dauert das schon 2 Stunden, ich weiß es nicht. Ansonsten würde ich dann nämlich schon mal das Affenkloster beim nächsten Mal zumindest beginnen. Und ich schätze mal auch größtenteils spielen. Je nachdem, wie wir mit der Diebeshöhle durchkommen, vielleicht auch schon komplett. Und bei der übernächsten Aufnahme würde ich dann den Saurierdschungel machen und halt das Ende. Aber warten wir mal. Mal gucken, wie ich durchkomme. So, haben wir denn... Ja, genau. Hier 98% geschafft. 2% sind 26 Edelsteine. Interessant. Hier ist alles voll. Da noch nicht, aber das haben wir mit Absicht leer gelassen. Hier ist alles voll. Das ist schön. Auch alles voll. Auch alles voll. So gut wie gar nichts. Ey, schon krass, ey. Von 5... Also die ersten 4, die haben wir einfach nicht. Die haben wir einfach nicht. Gut, dann ist es halt so. Aber ist auch egal. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Und zwar bei diesem schönen mechanischen Gebilde. Sieht ja spannend aus. Guck mal hoch. Sieht echt cool aus. Egal. Auf jeden Fall, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Von meiner Ansicht nach haben wir eigentlich recht viel geschafft. Wir haben ein Level komplett geschafft. Und was haben wir eigentlich in der 2. Stunde gemacht? Genau, den... Ah, genau, richtig. Das Drachenreich. Also die Hauptwelt quasi. Auch weitestgehend... ja, ich sag mal, durchsucht. Wir haben alle Libellen gefunden. Uns fehlen noch ein paar Edelsteine, aber auch das ist halb so wild. Die werden wir auch noch finden, da bin ich mir sicher. Und, ja, war eigentlich eine recht zufriedenstellende Aufnahme für mich. Ja, wie gesagt, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zuschauen und sag dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.